Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zur Agentur für Nichtarbeit. Wir sehen als erstes einen Beitrag über urananreichende Munition und eine Vernissage aus dem Festsaal Kreuzberg. Als zweites folgt auch aus dem Festsaal Kreuzberg eine Podiumsdiskussion zu diesem Thema. Und als drittes seht ihr einen Beitrag von einer Anti-Atom-Aktion von Campact. Das geht genauer gesagt um die Exportwirtschaft für einen Atomkraftwerk in Angra in Brasilien. Als nächstes folgt ein Gastbeitrag von mir, und zwar die Antigrad-Demo vom 3.3., die durch Neukölln führte. Und das war unsere Übersicht. Ja, Andi hat uns etwas aus dem Rathaus Kreuzberg mitgebracht, oder nicht Festsaal Kreuzberg, zum Thema Uran angereicherte Munition. Weißt du ein bisschen Näheres darüber? Ja, der Heiner und Andi waren im Festsaal Kreuzberg. Der Heiner war ein Mitorganisator der Veranstaltung, wo es um atomwaffenfreie Zonen in der Welt geht. Und im Festsaal Kreuzberg in der Yorkstraße hat dazu eine Veranstaltung stattgefunden. Und die sehen wir jetzt. Band ab. Ja, liebe Anwesende, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu der Eröffnung einer Ausstellung Kernkraft, das Märchen. Die werden Sie vielleicht hören, vielleicht Sie nicht, aber vielleicht kommende Besucherinnen und Besucher fragen, warum dieses Thema Atomausstieg ist gelungen. Sie werden an dieser Ausstellung an sehr vielen Stellen merken, das Thema ist noch nicht beendet. Es hat eine viel größere Komplexität, auch hinsichtlich seiner Problematik, als das, was im Moment mit dem Atomausstieg im Ansatz beschrieben wird. Deswegen finde ich es sehr gut, dass es von Ihnen den Wunsch gab, hier diese Ausstellung zu machen, wo die verschiedenen Negativaspekte und Forderungen, die wir noch stellen müssen, aufmerksam zu machen. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viele Besucherinnen und Besucher, das meine ich jetzt nicht nur als höfliche Floskel, und viele Menschen, die auch in der Auseinandersetzung dann mit den Texten, mit den Bildern, mit den Hinweisen vielleicht auch merken, dass dieses Thema noch nicht beendet ist, dass dafür noch gekämpft werden muss, dass viele Dinge noch geklärt werden müssen, dass man noch zusammenhalten muss und dafür kämpfen muss. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und nochmal meinen ganz besonderen Dank auch an Sie, dass Sie, als wir das kurze Gespräch hatten, dann auch gesagt haben, ja, ich mache das, und nochmal mit großer Leidenschaft und Engagement das alles zusammenzustellen mit Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Auch dafür nochmal meinen ganz herzlichen Dank. Danke, Anna. Herr Schulz, mein Name ist Manfred Mohr. Ich bin Vertreter der Koalition gegen Uranwaffen. Wir sind in der weltweiten Bewegung und setzen für die Echtstimmung von Uranmunition ein. Das sind so Vorgänge auf der Ebene der UNO, der Generalversammlung, der, sagen wir mal, der großen Politik. Ein schwieriger Prozess. Umso wichtiger ist es, dass wir auch Wurzeln schlagen in die örtlichen Gegebenheiten hinein. Das ist uns gelungen. Anna hat ihr Atelier zur Verfügung gestellt. Wir haben so eine Art Mittwochsgesellschaft gegründet am Scharmützelplatz 6. Anna trifft sich dort, Anna von Keitz, Heiner Bücker, Alexander Stöcker, Dagmar Pfeiffer, andere, die Interesse haben am Thema Uranmunition oder Atomausstieg, weil das hängt ja alles zusammen. Uranmunition ist ein Abfallprodukt des Atomzyklus, bin ich zu haben, hochentwickelte Waffe, bloß leider sehr schädlich für die Zivilbevölkerung. Aber das ist genau das Problem, das wir da verbinden. Deshalb ist es schön, Anna, auch nochmal ganz herzlichen Dank für diesen riesen Kraftakt, das eigentlich ja selbst mit Unterstützung der Freundinnen und Freunde, dass die Ausstellung hier zustande gekommen ist, dass wir das Thema einbetten konnten. Ich komme aus Friedrichshain und habe da mal nachgefragt, da gibt es eine ähnliche Beschlussfrage, habe ich erfahren, auch atomwaffenfrei oder atomfrei den Stadtbezirk zu halten.
wir sollten das aufgreifen. Mein Vorschlag ist, die Beschlüsse dahin zu erweitern, dass es auch EU-freie Stadtbezirke sind. Stadtbezirke ohne Planwaffen, ohne irgendwelche Produktionsstätten oder Aktivitäten, die sie waren. Und ohne Transporte durch diese Bezirke. Es gibt ein Beispiel eines Ortes, der sich zu EU-frei erklärt hat von einer kommunalen Beschlussfassung. Das ist die Stadt Villaruzzo. Ich weiß nicht, ob jemand davon mal gehört hat, ein Ort auf Sardinien. Und das bringt genau die Brücke zu unserem Thema. Auf Sardinien ist ein Truppenübungsplatz betrieben worden. Und das geht dann auch demnächst durch die Medien noch stärker, wo alles verseucht wurde, was man verseuchen kann. Da ist sicher Uranmunition verschossen worden. Da sind andere hochgiftige Substanzen verschossen worden. Die Menschen, die Tiere haben gelitten, sind daran gestorben. Das alles muss endlich mal auf den Tisch, um die Zusammenhänge herzustellen. In dem Sinne, Kreuzberg, würde ich sagen, EU-frei, atommüllfrei und das ist auch wieder Camping und das ist das. Dieses Transparent habe ich zum Glück aufgehoben, dieses Plakat habe ich zum Glück aufgehoben. Es lag damals in meiner Werkstatt im Schaufenster, da haben wir Unterschriften gesammelt, atomwaffenfreies Kreuzberg. Und ich habe es mir bewusst, dass ich das nicht tun habe. Und ich freue mich sehr, dass es noch da ist. Und ich möchte gerne daran anknüpfen, dass Kreuzberg, Friedrichshain atommüllfrei, uranwaffenfrei und dann selbstverständlich ausgedehnt nach Wannsee, dass der Forschungsreaktor nicht angeschaltet wird. Wer sich da einbringen möchte in diese Mittwochsgesellschaft oder in Diskussionszusammenhänge, hinten sind Kontaktdaten, die sind so ein bisschen klein geraten, jederzeit anrufen, eine Mail schicken, auf dass wir uns noch stärker vernetzen und die, diese Anti-Bewegung auch noch ein bisschen stärker ausgreifen. Also, werdet aktiv, werden Sie aktiv, nicht nur anfangen, sondern handeln, das ist genau der Sinn dieser Ausstellung. Ja, und zu dem Thema Atom gab es auch eine Ausstellung im Rathaus Kreuzberg und eine Podiumsdiskussion. Du kannst aber schon was erzählen? Ja, es ging um das Thema atomwaffenfreie Zonen, wo auch Kreuzberg sich mit unterschrieben hat und auch unter atomwaffenfreie Zone gelten möchte. Das war 1983, glaube ich. Ja, genau. Und Heine hat zu diesem Thema auch eine Veranstaltung mit organisiert und sich der Podiumsdiskussion gestellt. Okay, schauen wir rein. Wand ab. Hiroshima. Und sein Nachfolger, US-Präsident Eisenhower, hat gesagt, haltet die Menschen im Unklaren über die Kernspaltung und die Kernfusion. Das war 1953. Das war also der Anfang in den, schon gleich nach dem Atombombenabbruch in Hiroshima und Nagasaki und dann eben in den 50er Jahren. Man kann praktisch sagen, so wie Atomwaffen durch die sogenannte Politik der gegenseitigen Abschreckung als Friedensbringer, Atomwaffen als Friedensbringer der Öffentlichkeit verkauft wurden, so wurde auch die Atomenergie als sprudelnde und fortwährende Energiequelle in der Gesellschaft verkauft. Und so wie diese Atomwaffentechnologie ein Höchstmaß an Geheimhaltung erfordert, so müssen auch die Risiken bei der Nutzung dieser todbringenden Form der Energiegewinnung in einem Höchstmaß verschleiert und verpusht und unterdrückt werden. Dann kam Tschernobyl. Der atomare Unfall von Tschernobyl war ja der erste so große Unfall, dass er weltweit den Glauben der Bevölkerung an die Atomsicherheit und dass überhaupt Atomsicherheit möglich ist, ganz, ganz tief erschüttert hat. Der hat eben auch diese Fähigkeit zur Fehlerbeherrschung, die gar nicht gegeben ist, diesen Glauben sehr, sehr tief erschüttert. Damals war es ja nicht nur in Deutschland, sondern in mehreren europäischen Ländern, dass Tschernobyl der Beginn einer großen Anti-Atom-Bewegung wurde. Zum Beispiel ist in Österreich sogar kein Atomkraftwerk ans Netz gegangen, weil die Bewegung so stark war. Und ich glaube, es gab ein, zwei Atomreaktoren in Italien, das ist abgeschaltet worden. Also da ist schon sehr viel passiert. Tschernobyl ist der Inbegriff der riesigen, riesigen Atomkatastrophe.
Und die sowjetische Seite damals von Präsident Gorbatschow hat es mit den Techniken der Geheimhaltung gemacht. Also das war so in der Sowjetunion. Die ganze Atomtechnologie, zivile und die militärische Atomtechnologie sowieso, ist geheim gehalten worden. Die Katastrophe wurde geheim gehalten. Es gab also regelrechte Anweisungen an die Gesundheitsminister, an andere Organe, dass man eben nicht nichts darüber berichten darf. Die Ärzte wurden angewiesen, also die Patienten zwar zu behandeln, aber die ganzen Dokumente entweder zu fälschen oder auch wegzuschließen. Das ist auch in Semipalatinsk so gehandhabt worden, bei den Atomtestgebiet. Das war sehr, sehr schlimm. Also es ist auch so schlimm, dass dadurch die wesentlichen Dokumente fehlen, um das Ausmaß der Katastrophe wirklich beurteilen zu können. Weil einfach ganz viele Dokumente auch weg vernichtet wurden und nicht keine Aufzeichnungen gemacht wurden. Die westlichen Wissenschaftler, die ja die internationalen Gremien dominiert haben, sowie die internationale Atomenergiebehörde oder ANSCER, das ist das wissenschaftliche Komitee der UNO zum Strahlenschutz, oder die WHO, haben auch ihren Teil dazu beigetragen. Wir haben die Katastrophe damals verheimlicht. Es gab einen Münchner Professor, den Professor Fellerer, der für den Strahlenschutz da zuständig war. Und der hat immer gesagt, das Schlimme an Tschernobyl ist eigentlich gar nicht, dass da der Unfall passiert ist, sondern die Bevölkerung hat Radiophobie. Das ist, und die psychischen Folgen sind ja auch viel wichtiger, die stellen sich eigentlich nur an. Die Radiophobie-These die lebt jetzt wieder auf in Japan durch Professor Yamashita, heißt er, glaube ich. Der sagt, dass unter 100 Millisievert und Strahlung, was man abbekommt, da passiert gar nichts. Da passiert kein Krebs und auch anderes passiert. Die genetische Form, und man solle doch lachen und eine positive Grundeinstellung haben, dann wäre das alles halb so wild. In dem offiziellen Bericht heißt es also, es gab keine Gesundheitsstörungen, die direkt der Strahlenbelastung zugeordnet werden konnten. Spätere unabhängige Forschung und Recherchen von BBC haben dann nachgewiesen, dass der Expertenkommission der IAEO damals schon die ganzen Berichte vorgelegen haben und sogar histopathologische Untersuchungen. Man hatte also das Gewebe von diesen Schilddrüsenkrebserkrankten Kindern, die dann operiert wurden, hatte man an ein Schweizer Institut gegeben und das lag den Wissenschaftlern da in dem Komitee vor. Die wussten das und die haben richtig, richtig gelogen. Einfach nur gelogen. Es zieht sich dann auch weiterhin. Es gibt praktisch zu jedem 10-Jahres-Datum, 20-Jahres-Datum, 25-Jahres-Datum, gibt es diese Geschichten, wie diese wissenschaftlichen Komitees gelogen haben. Es ist für mich so unglaublich, dass das passieren kann, weil es einem den Glauben an die Wissenschaft auch wirklich nimmt. Hier habe ich die Gesundheitsgefahren allgemein zusammengefasst. Welche dieser ganzen Palette, was da genau auftritt, das hängt von unterschiedlichen Dingen ab. Also zum Beispiel beim Uranbergbau, wenn man unter Tage arbeiten muss, dann hat man es hauptsächlich mit dem Expositionsbad Inhalation zu tun in die Lunge und da ist das Radon wichtig. Wenn Uran über Tage abgebaut wird in einem Gebiet, wo viel Wasser ist und Flüsse und die Bevölkerung, und das wird nicht getrennt, dann trinkt man eben dieses verseuchte Wasser und dann gibt es sehr viele genetische Schäden bei den Kindern, also man kann nicht nur diese Chromosomanomalien haben, man kann Totgeburten, Fehlgeburten, erhöhte Säuglingssterblichkeit, Morbus Down haben und später, wenn die Kinder, die dann das nicht bekommen haben,
kommen natürlich auch Krebs und Leukämie. Die Erwachsenen, also Frauen, können Brustkrebs bekommen. Das ist ungefähr nach der Tschernobyl-Katastrophe so nach 10, 12 Jahren aufgetreten. Vermehrte Brustkrebserkrankungen, bei Frauen sicher auch prinzipiell noch andere Krebserkrankungen, aber das spielt ja auch die Latenzzeit, bis dann Krebs eben entsteht, eine wichtige Rolle. Und es gibt eben auch Nicht-Krebserkrankungen bei mäßigen und höheren Expositionen. Also diese Nicht-Krebserkrankung findet man in Tschernobyl und bei anderen Atomunfällen in der ehemaligen Sowjetunion sind die bei Leuten festgestellt worden, dass zum Beispiel Herz-Kreislauf, die relativ hohe Expositionen haben, hatten so zwischen 50 und 100 Millisievert, manchmal auch mehr. Dann gibt es vorzeitige Alterungsprozesse. Das hat man sehr stark bei den Liquidatoren gefunden oder dass sie mit 40 Jahren dann an Blutgerinnseln im Gehirn gestorben sind. Das sind nur einige Sachen. Man muss sich dann genau angucken im Uranbergbau oder aber in der nahen Umgebung von Atomkraftwerken oder aber beim Atommüll, wie die Exposition genau aussieht, wie stark das ist, ob es an Kinder oder Jugendliche besonders trifft. Bei den Erwachsenen muss man einfach länger warten. Und letztes Jahr ist eine neue Studie herausgekommen. Bei sehr, sehr geringen Expositionen gibt es auch diese sogenannten verlorenen Kinder, dass zu wenig Mädchen im Verhältnis zu Jungen geboren werden. Das hat ein deutscher Wissenschaftler, der Hagen Scherb, der hat so Untersuchungen dazu gemacht, Statistiken, wo er die Atomtestversuche sich angeguckt hat, die Atomkraftwerke und die Nahumgebung von Atomkraftwerken, wie das Geschlechterverhältnis da aussah, in Deutschland und in der Schweiz. Und dann hat er sich das auch angeguckt bei dem Atommülllager Asse, da hat er das auch gefunden. Ja, nochmal zurück. Ja, Campact hat Anfang März eine Anti-Atom-Aktion vor dem Bundeskanzleramt gemacht. Ja, richtig. Es geht um die Exportwirtschaft für das Atomkraftwerk Angra 3 in Brasilien. Da steckt ja auch Siemens ziemlich groß mit drin. Nicht direkt Areva, aber Siemens ist auch dabei. Ja, wir steigen aus der Atomenergie aus und exportieren aber mithilfe deutscher Steuergelder sozusagen unseren Atomschrott nach Brasilien, denn Angra 3 entspricht ungefähr dem sicherheitstechnischen Standard von Grafenrheinfeld der 70er Jahre, also es ist nicht sehr, dass wir mit Steuergeldern so einen Irrsinn finanzieren, ist wirklich schon unglaublich. Zumal auch dort in Angra 3, in dem Gebiet, es gar kein richtiger Störfall und Katastrophenszenario, gar keine, nichts gibt. Es gibt noch nicht mal eine richtige Zufahrtsstraße und die einzige Zufahrtsstraße, die dort ist, ist Erdrutsch gefährdet. Aber da es anscheinend um wirtschaftliche Interessen geht, scheinen diese keine Rolle zu spielen. Und ist das nicht auch erdbebengefährdetes Gebiet? Nicht direkt, aber zumindest erdrutschgefährdet. Aber eins haben wir erreicht. Dadurch, dass die Proteste schon seit letztem Jahr sind, ist es zu noch keiner Entscheidung gekommen zu der Exportwirtschaft. Und das ist schon mal ein Vorteil, ein Erfolg. Also weitermachen. Genau. Band ab. Mit der Energiewende auch in Deutschland ist es einfach, es funktioniert überhaupt nicht, es gibt überhaupt kein Konzept dazu. Es ist eine Katastrophe und in diese Katastrophe reinpassen natürlich auch wunderbar die Atomwirtschaft. 1,3 Milliarden Euro wollen sie bürgen für diesen Risikoreaktor in Angra, im brasilianischen Angra. Sehr ähnlich wie Fukushima ist dieser Reaktor auch wieder am Netz gelegen, am Meer gelegen. Das heißt, auch hier gibt es eine Gefahr von Tsunamis und hier gibt es vor allem eine Gefahr von Erdrutschen. Es gibt nur eine Straße, die dorthin führt und die ist extrem erdrutschgefährdet. Der Reaktor ist extrem veraltet. Technologie so ähnlich wie in Grafenrheinfeld. Also ein Reaktor aus den 70er Jahren in Bayern soll zum Einsatz kommen. Bei weitem nicht modernste Technologie. Und auch die Atommüllfrage ist in Brasilien genauso ungeklärt wie bei uns.
Ich glaube, das sind alles gute Gründe, warum wir sagen, nein, diese Bundesregierung muss raus aus den Atombürgschaften. Das ist doch völlig schizophren und es ist völlig doppelbürdig, auf der einen Seite hier auszusteigen und in Brasilien zu helfen, einzusteigen. Und es geht nicht nur um Brasilien, ihr seht hier die Länderfahnen, es geht auch um etliche Länder mehr, wo wir einiges auch mehr zu erfahren werden, heute noch im Verlauf der Aktion. Es geht um China, es geht um Finnland, es geht um Indien, es geht um Großbritannien. Überall dorthin sind deutsche Exportbürgschaften geplant für Atomtechnologie, wenn auch nicht in der Dimension wie bei Angra. Und deswegen fordern wir heute von dieser Bundesregierung, gerade kurz bevor über Angra endgültig entschieden wird, dreht endlich dieser Atomwirtschaft den Geldhahn zu und macht endlich Schluss mit diesen Wahnsinnsbürgschaften. Herr Jan-Marco Lutschak, Bundestagsabgeordneter Berlin-Schöneberg, und er schreibt: Indem wir aber grundsätzlich bereit sind, auch für den Bau von Kernkraftwerken Exportgarantien auszustellen, können und nehmen wir Einfluss auf die Realisierung hoher Sicherheits- und Umweltantworten. Da wir den Bau von Kernkraftwerken in anderen Ländern nicht verhindern können, leisten wir damit einen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit von Kernkraftwerken weltweit. Super. Im Rahmen von Genehmigungsverfahren ist es so, dass also AKW-Betreiber ja quasi eine Risikostudie vorlegen muss. Und die Risikostudie, die vorgelegt wurde für Angra 3, beruhte komplett auf Daten von deutschen Atomkraftwerken. Man hat also zugrunde gelegt die Topografie bei Biblis A, die Windrichtung bei Biblis, alle Daten hatten nichts mit Brasilien zu tun, nichts damit zu tun, dass dieser AKW-Standort direkt am Meer ist, zwischen Meer und Berge eingezwängt ist und, wie Christoph es schon gesagt hat, immer wieder durch Erdrutschen gefährdet ist. Also es wurden falsche Daten zugrunde gelegt. Wir haben hier eine Technologie aus den 70er Jahren und die Bundesregierung hat sich ja immer wieder darauf berufen, naja, das Referenzreaktor ist Grafenrheinfeld und Angra 3, das wird schon so gut sein wie Grafenrheinfeld. Aber tatsächlich haben wir erfahren, dass die Kuppeldicke von Angra 3 nur halb so dick ist wie Grafenrheinfeld. Die Bundesregierung hatte sich bisher geweigert, auf Fragen von Abgeordneten zu antworten, wie dick die Kuppel ist. Und jetzt wissen wir es, halb so dick. Grafenrheinfeld 1,20 Meter, ja? Angra 60 Zentimeter. Da kann schon den Absturz eines Kleinstflugzeuges, ja, zu einer nuklearen Katastrophe führen. Naja, und die Sicherheitsvorkehrung, auch darauf werfen die Gutachter einen Blick. Im Falle einer Katastrophe wird geplant, nur in einem Umkreis von 5 Kilometern zu evakuieren. Die Stadt Angra dos Reis mit 170.000 Einwohnern liegt aber nur 15 Kilometer vom Standort entfernt. Und das, was den Menschen dort empfohlen wird, im Falle einer nuklearen Katastrophe in den Angra-Reaktoren, ist: zu Hause bleiben, Fenster zumachen. Wenn es zu einem zu dem Notstromfall kommt in Angra, wenn es Probleme dann mit den Dieselgeneratoren gibt, wenn es hier zu einer nuklearen Katastrophe kommt, dann wird es von den Folgen her vermutlich schlimmer als in Fukushima sein. Strahlenden Bundeskanzlerin in dieser herrlichen Sonne versucht sie, den Atomtod zu exportieren. Streut auch den Skeletten dann etwas, so eine Krümelspur aus Geld, ganz langsam. Und sie kann auch hier schon langsam rüberkommen. Sie will zu den Lobbyisten und wir müssen protestieren.
Ja, Karpfen, am 3.3. gab es von Marathos Neukölln eine Kundgebung gegen Antiziganismus. Der Grund war offensichtlich, dass sich das Klima gegenüber Sinti und Roma in Neukölln immer mehr verschlechtert, also verschärft, genau. Unter anderem betrieben durch das Quartiersmanagement und auch die einen und anderen Bezirkspolitiker, Politikerinnen. Erzählst du mal was darüber? Ja, und natürlich auch die Ausländerbehörde und das Jobcenter sind da gar nicht ganz unschuldig. Und deshalb gab es da eine Kundgebung mit anschließender Demonstration durch den Bezirk und auch gerade durch den Teil des Nordkiezes, in dem halt antiziganistische Flugblätter Ende Februar, Anfang März aufgetaucht sind. Sieht selber, Band ab. Willkommen in der Köln, willkommen in Berlin, willkommen in Europa. Schon heute freuen wir uns auf den Tag, wenn alle Menschen frei entscheiden können, wo sie leben wollen, ohne auf irgendeine Weise diskriminiert oder ausgegrenzt zu werden. Roma sind in Deutschland von unterschiedlichen Formen von Diskriminierung betroffen, je nachdem, ob sie schon immer hier leben, im Rahmen der EU-Freizügigkeit aus Bulgarien gekommen sind oder als Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Kosovo. Diejenigen, die vor über 10 Jahren aus Ex-Jugoslawien nach Deutschland geflohen sind, befinden sich in einer besonders schwierigen Situation. Ungefähr 14.000 Roma kamen, um Schutz vor Vertreibung und Verfolgung und einen Krieg zu suchen, in dem sie zum Teil alles verloren hatten. Freunde und Freundinnen, Familie, Wohnungen und Häuser, Arbeit und Alltag. Und das nicht zuletzt durch Bomben der NATO unter der Beteiligung Deutschlands. Sie haben versucht, sich hier ein neues Leben aufzubauen. Seit 2009 hat die Bundesregierung angefangen, sie abzuschieben. Und diese Praxis seit 2010 mit dem Rückübernahmeabkommen zwischen der deutschen und der kosovarischen Regierung verstärkt. Im Kosovo sind Roma rassistischer Diskriminierung ausgesetzt, die mit Ausschluss aus der Arbeitswelt, Armut, Obdachlosigkeit und erschwertem Zugang zu medizinischer Versorgung einhergeht. Vor allem für Kinder ist die Situation häufig sehr hart. Sie sind zum Teil in Deutschland geboren und aufgewachsen, sprechen weder Serbisch noch Albanisch. Sie kommen in ein völlig fremdes Land, was die Möglichkeiten erschwert, Freundschaften zu knüpfen, die Schule zu besuchen und so weiter. Diese Abschiebungen werden auch Thema des No-Border-Camps in Köln vom 14. bis zum 22. Juli diesen Jahres sein. Das Hauptziel der Proteste ist der Düsseldorfer Flughafen, der nach Frankfurt-Main der zweitgrößte Abschiebeflughafen in Deutschland ist. Von Düsseldorf werden regelmäßig Roma nach Serbien und in den Kosovo abgeschoben. Und zwar in von Frontex finanzierten Abschiebechartern. Um Abschiebungen effektiver und ungestörter ablaufen zu lassen, werden sogenannte Sammelabschiebungen durchgeführt. Zuletzt war das am 14. Februar der Fall, als ca. 80 Personen, der Großteil von ihnen Roma, darunter mehr als 25 Kinder und Jugendliche nach Belgrad abgeschoben wurden. Organisiert wurde der Flug von Frontex in Zusammenarbeit mit der Billigfluglinie Air Berlin. Ungefähr 100 Leute blockierten kurzzeitig die Zufahrt zum Tor, über das die Flüchtlinge zur Maschine geführt wurden, und demonstrierten anschließend um und im Flughafen. Mit einer Großaktion wollen wir im Juli unseren Protest an den Flughafen tragen und dafür sorgen, dass wenigstens an diesem Tag keine Abschiebungen stattfinden. Jeder und jeder hat das Recht zu bleiben und zu leben, wo es ihr gefällt. Und Abschiebungen zu verhindern, ist manchmal gar nicht so schwer. Wenn ihr und sie in einem Flugzeug sitzen und von einer Abschiebung mitbekommen, steht auf, protestiert lautstark, versucht Kontakt aufzunehmen und den Namen des Menschen herauszubekommen. Wenn ihr von einem Abschiebetermin wisst, geht zum Schalter und informiert die Passagiere. Vielen Dank. Dies war die Sendung für Nichtarbeit. Wir hoffen, dir hat sie gefallen. Schau auch beim nächsten Mal wieder rein. Und dir eine schöne Woche. Sendung der Nichtarbeit.